Seit Ende der 90er war die MS Deutschland als das ZDF-Traumschiff bekannt. Jetzt startet das ehemalige Kreuzfahrtschiff in neue Gewässer. Ab Mitte September werden hier rund 600 Studenten ein Semester auf See verbringen. In der Lindenau-Werft in Friedrichsort wurde die MS Deutschland jetzt umgerüstet. Ja, die MS Deutschland war bei uns zu Gast, um überwiegend kleinere Arbeiten ausführen zu lassen an den Rohrsystemen. Bis April 2016 werden die Studenten dann unter anderem im ehemaligen Kaisersaal, dem Restaurant für Jahreszeiten oder der Bar zum alten Fritz Vorlesungen lauschen. Nach dem halben Jahr als schwimmende Uni soll die MS Deutschland ab Mitte kommenden Jahres dann wieder als Kreuzfahrtschiff im Einsatz sein.